So, ja, der Kalle, der fängt gerade an, sein Geld zu verdienen. Einzelner Mensch. Ohne einen LKW und alles. Wir fangen hier in Esbjerg jetzt an. Wir gehen rüber nach, warte, oben ist. Weitere EBC-Container nach Norwegen jetzt. Nach Kristiansand. Ein Thema. Wir sind Doppelter, ne? Lass uns loslegen. Hätte ich mal vor. Ne, Renault. Vielleicht wir sind Doppelter, ne? Egal. Schaff ich trotzdem. Nur die Frage, wie ich jetzt hier rauskomme. Oh Gott, dammit. Jo, der arme Trailer. Demnächst links. Ja, diesmal Renault. 6 Stunden 37 vom diesmal. So. Warte mal, ich habe hier keinen Navi drin, ne? Also ich werde mir das hier da so anlassen. Halt, solange wir noch keine Chance haben, uns ein anderes zu holen, ne? Mal sehen, wo ich lang muss, würde ich schon ganz gerne. Immer, das wird verständlich sein. Da hier drinnen noch gar keins ist. Leider, leider. Ach, fangen wir schön in die Nacht rein. Weil wir natürlich nur, wenn wir nicht schnell genug sind. Schnell genug sind. Jo. Abgesehen von meiner Geschwindigkeit war ich bisher ja ganz souverän, ne? Und bergab ist dann natürlich richtig geil, wenn man seine Geschwindigkeitsbegrenzung hat. Das ist der übelste Jackpot, ne? Dann halt immer Polizei entgegenkommen. Man weiß es halt nie. Und die kommen halt auch immer genau dann, wenn man sie nicht braucht. Leute, merkt euch, am Steuer keine Handys. Hat nur Nachteile. Ihr habt irgendwie gesehen, wie ich auf die andere Spur gerutscht oder gerückt bin. Das war nicht nur ein bisschen. Geil. So genau, was ich ja vorhin dachte. Können wir mal gucken, dass ich hier noch alle Fragezeichen mitnehme. Sind auf jeden Fall keine. Ein großes Problem ist aber wiederum auch mit, wo wir das Thema Geduld angehen, wo ich ja vorhin das Thema Geduld ansprach. Das dauert mir viel zu lange, über die Landstraßen zu fahren. 70 und 80 und 90 so. Muss das jetzt sein? Wir haben noch eine Mail bekommen. Genau. Selbstständige Fahrer, sie sind an einer beruflichen Veränderung interessiert. Für eine große Zahl an Auslieferungen suchen wir fähige Fahrer mit einem eigenen LKW. Wir bieten überzeugende Frachtraten von bis zu 5.300 Euro pro Auftrag. Sollten Sie über ein eigenes Fahrzeug verfügen, wenden Sie sich bitte direkt an unsere Beladestelle in Hamburg. Sandbuilders, Hamburg.
Nein. Einfach nein. Not today. Geil, Kreisverkehr, es gibt Schöneres. Kreisverkehr, zweite Ausfahrt nehmen. Ja, mach ich. Nimm diese Ausfahrt. Obwohl, ich habe vergessen, dass ich einen Doppeln habe. Erstmal gucken, wie ich hier dann durchkomme. Zu blinken. Ah, gut, der Tank hält ja meistens die ganze Fahrt über, von daher geht er schon. Ja, für mich ist das hier alles echt nur so ein bisschen Entspannung pur. Ich hab vergessen, was das Ü macht. Ach ja. Gut, ich könnte auch auf 80 hochgehen, aber das macht glaube ich gar keinen großen Unterschied. Ach ja. Ja, sicher, jawohl. Und hier sind die ganzen Spritpreise, wenigstens ganz so arschteuer. Können wir mal dazu. Was vor allem eine ganz wichtige Sache ist. Keine abgefuckteren Spritpreise. Wenn du hier nach Russland war, das glaube ich, gehst, da kosten die sogar so richtig hart wenig. Ob es hier noch ein Land gibt, wo es auch so wenig kostet oder noch weniger, weiß ich nicht. Ich weiß auf jeden Fall in Russland. Da hatte ich nämlich letzten Getränk gehabt für nicht mal 1 Euro, also pro Liter. War schon irgendwie ganz nice. Man sollte auch übrigens ein Tempomat anhaben, wenn man, ne? Bisschen was schaffen möchte, so. Weil immer langsamer zu werden, bringt einem auch gar nichts. Da hat mein Controller nichts für. Meine Controller wollte nicht. Geil. Hat einfach nur gesagt. Ich kam da nicht weg. Erster Schaden. Wie mega gemein. Wie so eine Klingel bei einem Amt oder so. So. Aber wir kennen Polizei, aber trotzdem. Bevor irgendwas passiert. My head is on the water. 50. Soll ich noch schieben vielleicht? Dafür würde ich noch heute ankommen. Meine Frage nur. Naja, 20. Auch nur 80. Ja gut, aber 80 ist schon mal besser als gar nichts. Und ich müsste ja gleich sowieso am nächsten Hafen sein, ne? Ja, so also fast. Hälfte des Weges habe ich geschafft. Aber davon bin ich noch ganz wenig Weg dann nachher in... Ah, Kristiansand. Ganz easy, ganz entspannt, kribbeln. Ah, guck mal, ich muss gleich mal gucken, was das genau ist. Ich muss gleich mal gucken, wo mein Controller immer so spät reagiert gerade. Eine Katastrophe, ey. Immer geradeaus. Wieder. Ich check das nicht. Ah, wie ärgerlich. Das hätte ich alles sauber fahren können, rein theoretisch.
Ich habe bisher noch keinen, wo ich jetzt sagen würde, hey, das war jetzt ein richtig. Der Schaden war okay, ne? Verstehe ich nicht. Bitte links halten. Mach ich gleich nach der Fahrt mal ganz kurz einen kleinen Break und dann prüfen wir es mir mal an. Links halten. Habe ich. So. Nimm die Ausfahrt links. Perfekt, so macht man das. Richtig sauber um die Kurve. Ja, irgendwas geht da nicht, das kann so nicht weitergehen. Muss ich gleich mal gucken, was das ist, ey. Wir können eigentlich rein theoretisch rüberfahren, wenn er uns lässt. Weil, ne? Ecke wären so. Hier hinauf. Hier können wir jetzt ein bisschen Gas geben. Sobald da. Wir nächstes Mal vielleicht einen schöneren Ecke zu kriegen. Ein bisschen mehr Pause hat. Bam, 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 bam. Ich habe komisch also heute die Melodie von Harry Potter im Kopf. Und das obwohl, man bemerkt, obwohl ich schon seit Ewigkeiten kein Harry Potter mehr geguckt habe. Im ersten. Rechts halten und dann rechts abbiegen. Und zum zweiten auch nicht vorhat, das Papier zu gucken. Heißt, es ist wieder irgendein random, wie nennt man das? Random Achievement? Dass ich diesen Text aus dem Kopf habe, so, you know? Biege nach rechts ab. Ah, dein Ernst? Ich meine, okay, dann kann ich noch kurz was trinken, aber trotzdem, dein Ernst? Ups. So komm, der Grün jetzt. Du würdest doch auch, ich weiß das. Sag ich doch. Hier wird der Kurve ein bisschen aufpassen, dass wir ein bisschen größer nehmen, damit er auch ja schön hinterherkommt. Ich glaube, wir sind schon echt nicht zu unterschätzen, auch vom Fahren her. So, das ist halt schon so ein kleinen Ticken härter. Die Kurven müssen halt stürmen, das Gewicht muss halt stürmen und dann, ne? Alles doppelte, dreifache, mehrfache Arbeit. Bam, 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 bam. Demnächst links abbiegen. Ja, machen wir. Fahren wir gleich rüber. Biege nach links ab. So. Wir kommen im Hafen von, wie heißt das hier? Gott, mein Name, ne? Sorry. So. Schön mit dem Boot fahren jetzt. Schön ins Boot setzen. Mit dem Auto setzen vor allem. Wie hoch kann man damit fahren? Ach, man kann doch immer hier ganz rumfahren, okay? Auch nice. Ja, nee, wir wollen wieder nach Kristiansand. Das. Ups. Da ist ja quasi der Ort, an dem wir sein möchten. Shit. Tutorial 3 von 27. Ach, sorry, Tourist meine ich.
Aber somit wird es auch schon so gut wie da. Immer geradeaus. Also geradeaus würde ich es nicht nennen, aber ja, fast. Ich komme nicht durch. Jetzt aber, ne? Wo hänge ich denn? Das war doch Hans im Eike, wo ich ging, ne? Ja, die Fahrt ist eine scheiße Katastrophe hier. Vor allem scheiße katastrophisch, ne? Wisst ihr Bescheid? So. Mich hier gar nicht so beschissen angestellt, weil wir müssen. Kann das weiter? Ja, das ist der Ausgang. Oh Gott. Fährt man hier links oder rechts? Norwegen, fährt man links oder rechts? Biege nach links ab. Rechts, okay. Kurve, hallo. Ich muss ja mal dringend das Spiel neu starten und den Controller mal eben neu starten oder so. Ist ja Katastrophe gerade. Ich komme ja hier gar nicht klar. Gut, geblinkt hätte auch nicht sein müssen, aber. Trotzdem, was ist das denn? Die ersten zwei warten man halt so easy entspannt so und dann kommt das hier. Immer geradeaus. Also bitte. So, aber trotzdem bekommen Christensen. Ja, machen wir gleich. Links abbiegen und dann bleiben sie immer geradeaus. Na komm, wir. Na komm, ich kann uns so bekommen. Ich freue mich drauf, wenn das gleich alles funktioniert, wenn ich dann den Controller neu gestartet habe. Oh, Katastrophe! Ich tracke das gerade richtig. Noch gleich da. Und die Straße, muss ich ganz ehrlich mal sagen, ist eh nicht ganz für den LKW gemacht. Ich darf. Danke. Ich weiß, Hupen ist ein Wahnsinn, aber trotzdem. Pam, 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 pam. Da kommt ihr rum? Jawohl, natürlich. Das ist eine Frage. Demnächst rechts abbiegen. So, wo sind wir jetzt hier? Da. Biege nach rechts ab. Ja, mache ich. Jetzt zum Beispiel gerade die Bremse nicht. Ich muss gleich mal gucken. Also Streamlabs schon brauche ich nicht, aber irgendwie Spielercontroller oder beides. Von mir aus auch beides. Rechts abbiegen. Unfall? Wo? Und dann rechts abbiegen. Mitgenommen, echt? Ah, Grill. Hätte nicht sein müssen. Hier nach rechts ab. Hier endet es. Soll ich jetzt einen LKW reinkriegen? Oh, oh, komm. Das sollte bestimmt schon mal was sein, oder? Das krieg ich hin. Wir auch einen Block fahren hier, ne?
Na, vielleicht ja hier drehen und vorne nochmal drehen und versuchen nochmal sauber ranzufahren. Ach, man kann hier rumfahren, ne? Tatsächlich. Vielleicht kriegen wir es beim nächsten Mal hin. Ach schon. Wenn man Ehrenrunde. So. Ich bin so weit an den Rand wie ich kann. Auch wenn die Frontlichter oder Frontleuchten so ein bisschen. Ja, ein bisschen angekratzt sind, ist ja nicht so schlimm. Aber sieht gar nicht so schlecht aus. Jawohl. Da fängt das schon wieder an, ne? Hm, das check ich gleich mal ab. Mit dem kleinen Controller. Evils. So. Mach ich das mal irgendwie aus, warte mal. Sonst komme ich hier auch gar nicht raus, ey. Oh Mann. Bin ich? Ach, ey. Können wir das hier? Wir sind fast Level 2. Damit komme ich gar nicht an. Womit habe ich denn letztes Mal meinen Controller geresettet? Hiermit, ne? Ja, das kommt hin. Oh, ne? Doch. Warte ich mal kurz. So. Jetzt mal fortfahren. Und dann machen wir gleich weiter. In der kleinen ETS-Kalle, der Trucker-Kalle, hat sich gerade mal nochmal ein Energy von der Tanke gegönnt, während er hier auf die nächste, auf den nächsten Auftrag wartet. Also das mal sein Lenkrad überprüfen lassen. Hoffen wir, dass wieder alles ordentlich funktioniert, unser Gaspedal. Warte, mal ein Energy auf. Klatsch. So. Und dann. Was gibt's denn als neue Aufgaben hier? Schnelle Aufträge. Und wir waren hier oben. In Kristiansand nach Stavanger. Sagt man das so? Stavanger? 30 Tonnen Schweinefleisch. Alles noch so Low-Level-Aufträge, aber überhaupt kein Ding. Da kriegen wir noch die doppelt großen. Okay, wir fahren los. So. Ist egal. Also wir kommen hier raus. Wir sind am Hafen hier, ne? Demnächst links abbiegen. Erstmal müssen wir hier rauskommen. Biege nach links ab. Leider wieder ohne Dings hier, ohne Navi. So. Biege nach links ab. Richtung Zentrum in Oslo. Let's go. Dann wird es doch spät. Schon halb elf abends. Aber wenn wir beladen wurden, haben wir da kurz uns Energy gegönnt, sodass wir gar nicht müde werden können. Geht gar nicht. Vielleicht mal kurz gucken, warte mal. Ups, falsche Taste. Gibt es hier auf dem Weg? Ja, hier. Aber da fahren wir nicht dran vorbei. Wie das Problem mit dem Controller? Verstehe es nicht.
Warte mal kurz. Wo ich denn jetzt meinen. Hey, ich hab doch nicht gerade was dafür gehabt. Was jetzt? Ja, ich hab doch hier was gehabt. Was ist denn das, doof? Ach, hier hinter, oder? Aua! Wie gepickt mit dem Scheiß. Warte mal. So, einmal aus und einmal. Zu warten. Wir hoffen, dass es dann gleich funktioniert. Wie es soll. Let us hope, dass es funktioniert. So. Dreiecke N. Immer wollen wir dann gleich jetzt. Das funktioniert hier. Spackt so rum, das nervt mich richtig. Wir wollen ja da oben hin. Wenn das Oil. Ich würde gerne erstmal hier einmal langfahren, auch wenn es ein Umweg ist. Fertig zum Losfahren. Ja. Weil ich halt möchte, dass ich die ganzen Fragezeichen alle mitnehmen kann. Geradeaus. Das ist mir schon echt wichtig. So. Aber jetzt, wie gesagt, dieses Problem mit dem Controller ist jetzt halt heute mal. Vielleicht auch morgen. Mal gucken, ob ich morgen auch nochmal eine Runde daddel. Links danach ist mir das dann sowieso wahrscheinlich egal, weil dann bei der Lenkrad da ist und spielen dann sowieso wieder einen ETS-Stream und abbiegen. Gucken, dass wir dann Sie immer abends wo komme ich da rum? Ja. Vielleicht ein bisschen Bus fahren mit Daniel und Connor, mal gucken, ob die dann Bock haben. Sehen wir dann. Momentan bin ich hier wieder voll auf dieser ganzen Simulator-Schiene und ich habe da halt schon Bock drauf, dass man ein bisschen ordentlicher und länger durchzuziehen. Also ich muss jetzt um unser neues Lenkrad mal ran. Mein anderes ging ja damals leider kaputt. Gut, war jetzt auch nicht so ein teureres, aber schade ist es schon trotzdem. Ja, Dudes, ich würde schon gerne fahren. Gib Gas da jetzt. Jetzt kriegt ihr eine Strafe wegen Rotfahren? Nee? Perfekt. Wollte schon sagen, ey. Hätte ich jetzt ja gar keinen Bock drauf. Und da hätte ich jetzt ja gar keinen Bock drauf gehabt. Aber hey, wir haben schon 14.300. Der erste billigste Volvo LKW kostet 99.000. Vielleicht so ein bisschen. Na, warte mal ganz kurz. So ein bisschen, ein bisschen Zeit haben wir auf jeden Fall. Immer noch bis wir einen neuen LKW, bis wir einen ersten LKW haben. Und dann kann man sowieso, dann wäre es mal Money verdienen zum zweiten LKW, für den Mitarbeiter und für die Garage. Und ah, da wird noch so viel Geld reinfließen müssen. Und wie gesagt, alles ohne Bank. Ich möchte ohne Bank arbeiten. Wirklich das erarbeite, was ich hier haben möchte. Deswegen möchte ich dieses Feature auch nicht nutzen. Sieht alles ein bisschen in Länge, aber ey, dafür kennt man mich. Ich mache alles, was kompliziert und nervig sein könnte. So bin ich schon immer gewesen. Und mittlerweile, sag ich mal, kann ich es mir erlauben und ziehe es auch einfach durch. Sicher nicht quasi in jedem Spiel, dass ich dann meinen eigenen Spielstil habe, womit ich auch quasi hin und wieder, glaube ich, ein bisschen anecke. Allerdings finde ich es dann in dem Moment auch gar nicht so schlimm. Geht ja erstmal darum, euch auch was zu bieten. Und zweitens geht es halt darum, dass ich ja meinen Spaß habe, ne? Ist ja logisch. Das sind zum Beispiel so Manöver, die man zwar mit LKW eigentlich nicht macht, aber die ich halt als ungeduldiger Mensch mache.
Und das ganz kleine Nebeninfo, wenn ihr dann. Solltet ihr das mal hier als Video gucken. So, ne? Könnt ihr gerne mal unten in die Beschreibung sehen. Da seht ihr dann auf jeden Fall dann auch mal einen Link zu meinen Streams, zu meinen Zeitplänen. Ich halt versuche einzuhalten, das ist leider so gut wie nie schaffe, aber ich versuche es zumindest. Also ich, der Wille zählt ja, ne? Und dann, ja, immer so eine kleine Info, da könnt ihr dann mal reinschauen. Und da könnt ihr zum Beispiel, was zum Beispiel momentan auch momentan gut läuft, sag ich mal. Wir sammeln hier im Chat nebenbei Pokémon. Mit dem Pokémon Community Game. Wie diverse Spiele, ob es jetzt nur Simulatoren sind oder ob es ein Minecraft ist oder keine Ahnung. Everkeeper oder was haben wir noch? Chernobylite haben wir noch da gehabt oder haben wir noch. Meine Fans sind ja so wirklich alles kreuz und querbeet. Von allem etwas.